Gerne euch zeigen, wie die Jungen in Brasilien sich schon vorbereiten auf die WM. Und mein Bruder spielt auch in dieser Mannschaft. Das ist er. Okay. Mein Bruder Elidio spielt seit seinem 9. Lebensjahr Fußball. Jeden Tag fuhr er morgens ins Trainingslager. Abends ging er zur Schule. Heute spielt er bei Portuguesa. Das Stadion von Portuguesa ist auf der Ilha do Governador, in der Nähe vom internationalen Flugplatz von Rio. So oft es geht, sehen wir ihm beim Spielen zu. Sein Traum ist es, einmal im berühmten Maracanã-Stadion zu spielen. Maracanã, das große Stadion in Brasilien, wo ganz viele Spiele von WM 2014 stattfinden werden. Und was weniger wissen, ist, dass in diesem Stadion hat Brasilien in 1950 gegen Uruguay das Finale gespielt, aber leider haben wir verloren. Das Maracanã-Stadion wurde 1950 gebaut. Damals konnten 200.000 Menschen dort Fußballspiele zu sehen. Es war damals das größte Stadion der Welt. Seit August 2010 wurde das Stadion renoviert. Das Finale der nächsten WM 2014 und auch der Olympiade 2016 werden im Maracanã stattfinden. Die Spiele, die sonst im Maracanã zu sehen wären, finden jetzt im Stadion von Engenhão statt. Da du nicht im Maracanã einkommen konntest, sind wir heute bei Engenhão. Engenhão ist der vertretende Stadion von Maracanã. Im Moment alle großen Spiele sind hier gespielt. Und heute haben wir Flamengo und Botafogo. Das ist ein Spiel, wo Flamengo auf dem 10. Platz ist. Und wenn er heute gewinnt, kann er auf dem 7. Platz sein. Verenden
Kapazität von fast 77.000 Menschen hat Engenhão eine Kapazität von fast 47.000 Menschen. Das heißt, hier ist ein bisschen kleiner. Hier sind alle Flamengo-Fans und in anderer Seite sind alle Botafogo-Fans. Thank you.
no finalzinho do jogo e está ainda 0-0. Como vocês podem ver, estamos no Engenhão. O Engenhão é um estádio que está substituindo o Maracanã, enquanto o Maracanã está em obras. O Engenhão tem uma capacidade de quase 37 mil pessoas, enquanto que o Maracanã tem uma capacidade de 77 mil pessoas. Na verdade, o Botafogo deu muita sorte de empatar. Exatamente.